trinken, dass die Welt sich freuen kann. Die Erde ist schön, es liegt sie der Herr, neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu ist der Mensch, der liebt wie er. Alle Menschen sind uns Brüder, teilen wollen wir Freude und Leid. Daraus wächst das wahre Leben, das die Welt erwartet heut. Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu ist der Mensch, der liebt. Ist der Mensch, der liebt wie er. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der unser Leben hell macht, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige allesamt, ist das nicht ein herrlicher Sonntag, der uns jetzt geschenkt ist? Und ist es nicht herrlich, dass wir alle hier versammelt sind? Ich begrüße euch herzlich. Schaut einmal da hinten rauf auf die Empore. Das ist ganz herrlich. Unsere Kinder mit ihren Eltern, Erstkommunionkinder. Momentan haben sie so eine Freude am Kirchengehen, dass sie am Freitag die ganze Klasse anrückt. Von Beginn die Letzten beim Segen, dass sie auch noch was erwischen, je nachdem wie der Schulbus kommt. Und die Eltern es ermöglichen. Danke euch dafür. Ihr merkt, die Kirche hat sich verändert. Der 40. Tag nach Weihnachten ist vorbeigegangen. Vergangene Woche das Fest Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, wie es bei uns heißt. Da sind noch einmal die Mütter und auch manche Väter gekommen, die im letzten Jahr ein Kind zur Taufe gebracht haben. Eine schöne Feier gehabt, die Spielegruppen, Frauen. Und jetzt sind wir wieder voll im Alltagsleben. Und das ist gut so, dass wir das umsetzen, was uns an Lichtvollem in der Weihnachtszeit vor Augen gestellt wurde. Diese Woche war auch noch besonders, dass die Firmlinge auf Wochenende waren, vorgestern und gestern. Ich kann euch sagen, auch da dürfen wir uns freuen. Wunderbare junge Menschen, die ihr da heran erzieht und die offen sind für diese Kirche, die Freude hat an ihrem Gott und lernt, ihn wirklich so zu begegnen, dass alle Gaben, die er für uns bereithält, auch kommen. Die Geschenke der Weisheit, der Einsicht, der Erkenntnis, der Gottesfurcht, des Rates, der Stärke, auch der Frömmigkeit. Heute schauen wir zurück, es war die Woche des Seligseins in der Nachfolge Jesu als seiner Jünger, wo wir mehr und mehr seine Haltungen uns aneignen. Barmherzig sein, klein sein vor Gott und in seiner Kraft wirken zu können, friedvoll sein, ohne Gewalt, hungernd nach der Gerechtigkeit, mit einem reinen Herzen und auch bereit, Verleumdung, Beschimpfung und Verfolgung zu ertragen. Lauter Haltungen, die wir im Alltag bei uns leben können, Christus gleich. Danken wir, wo es gelingt, bitten wir um Erbarmen, wo wir da noch Dunkelheiten haben. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Wir rufen dein Erbarmen an. Herr, erbarme dich. Herr, Christus, erbarme
Allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in Lasset uns beten. Gott, himmlischer Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung auf deine Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und beschütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wunderbare Haltungen, die der Prophet uns heute beschreibt, die Menschen einnehmen, wenn sie sich Gott zuwenden. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Teile an die Hungrigen dein Brot aus. Nimm die obdachlosen Armen ins Haus auf. Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deinen Verwandten. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. Die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung mit dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemanden verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkeln dein Licht auf. Und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Völkerapostel Paulus weist uns hin, woher wir Christen unsere Kraft beziehen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther.
Als ich zu euch kam, Brüder und Schwestern, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allem im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Bitten Herrn Dr. Eder um die Auslegung der heutigen Frohbotschaft. Liebe Pfarrgemeinde, ihr seid das Licht der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So sagte Jesus zu den Leuten, die um ihn versammelt sind. Jesus sagte nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein. Er sagte nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein. Ihr seid es, sagt er. Ist das nicht ein großes Lob? Diese Auszeichnung gilt nicht nur den Aposteln und dem engeren Jüngerkreis. Sie gilt ebenso all jenen, an die er seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen gerichtet hatte. Es waren einfache Leute, keine Gelehrten, die meisten von ihnen konnten weder lesen noch schreiben. Es waren Handwerker, Fischer, Hausfrauen, Bauern, kleine Landpächter
und sicher auch sehr viele Kinder. Aber all diese Menschen waren Jesus nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich ganz nah verbunden. Sie hatten ihm vertrauensvoll ihr Gemüt geöffnet. Und so ist etwas von Jesus auf sie hinübergeschwungen. Und das ist das erste zarte Aufblühen einer glücklich gestimmten Gemeinschaft um Jesus als Mittelpunkt, die wir Kirche nennen können. Eine ganz frühe Blüte im direkten Zusammensein mit Jesus. Und doch die Worte Jesu: Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid es, behielten und behalten ihren Sinn über die Zeiten hinweg. Als Jesus zu seinem himmlischen Vater heimgekehrt war, verzweigte und verbreitete sich die Urkirche in vielen kleinen christlichen Gemeinden in der ganzen damaligen römischen Welt. Diese kleinen Gemeinden zählten anfangs oft nur 20, 50 und wenn es hoch hergeht, einige hundert Mitglieder. Es gab noch keine Kirchengebäude. In Privathäusern und in Zeiten der Verfolgung in unterirdischen Grabanlagen feierten sie die Eucharistie. Im gemeinsamen Brechen vom Brot und im Trinken aus einem gemeinsamen Becher wurde ihnen Jesus wie beim letzten Abendmahl wieder gegenwärtig. Nach und nach wurden Überlieferungen und Erinnerungen von Jesu Worten und Taten in den Evangelien zusammengefasst. Und in der Heiligen Schrift sprach jetzt Jesus wiederum zu ihnen. Er sprach selbst zu ihnen. Wieder war er ihnen ganz nahe. Er beglückte sie und er formte ihren Geist mit seinem Wesen. Und so unterschieden sie sich als Christen von den übrigen Mitbürgern. Sie machten durch ihren neuen, anderen Lebensstil auf sich aufmerksam. Sie gewannen immer neue Taufbewerber, nicht durch äußere Strukturen, Aufdringlichkeiten, nicht durch organisatorische Apparate, nicht durch Prunk und Pomp, einfach durch das unterscheidend Christliche. Worin bestand denn die besondere Wirkkraft und Würzkraft? Worin ihr ansteckendes Licht? Die Christen hoben in ihren Gemeinschaften den Unterschied zwischen Sklaven und Freiern einfach auf. Alle nannten sich Brüder und Schwestern. Sie stützten und halfen einander, wo immer es nötig war, und hatten nicht bloß das eigene Wohlleben im Sinn. Sie nahmen nicht an den vorgeschriebenen offiziellen Opferhandlungen der Römer teil, bei denen man scheinheilig den Göttern und Göttinnen huldigte, an die man ohnehin nicht mehr so recht glaubte. Man besuchte nicht die Schauspiele in den Amphitheatern, wo sich Zuschauer daran ergötzten, wenn massenhaft Menschen hingemordet wurden. Die Zuschauer berauschten sich am Stöhnen der Sterbenden. Schrecklich. Und die Christen gingen in den Zeiten der Verfolgung keine faulen Kompromisse, keine falsche Toleranz ein. Woher hatten sie diese Kraft? Sie stammte aus ihrer Verbundenheit mit Jesus und seinem Geist, indem man sich so zu leben bemühte. So gelang es nach und nach, die damalige Welt zum Guten hin zu verändern. Seht, wie sie einander lieben, sagten die Leute. Die Christen sind in der Gesellschaft das, was die Seele für den Körper ist. Auch so sagte man: Salz der Erde und Licht der Welt. Freilich später dann, in den nachfolgenden Jahrhunderten, gab es für die Kirche auch dunkle, finstere Zeiten. Immer dann, wenn egoistische Streben nach Macht, Herrlichkeit und Ansehen die Oberhand gewannen, wenn Jesus
aus dem Mittelpunkt verdrängt wurde, wenn die äußere Fassade wichtiger wurde wie der innere Kern, wenn die Nähe zu Jesus verloren wurde. Doch die Kirche fand immer wieder zu ihrer Salz- und Leuchtkraft zurück. Wie könnte es auch anders sein? Denn die Kirche ist ja die Kirche Jesu Christi. Wie könnte er sie im Stich lassen, sodass sie für immer in die Irre ginge? Viele Pionierleistungen gründen auf der Kirche, die ersten Krankenhäuser, allgemeine und höhere Schulen, die Altersheime, die Sorge um die Kranken und Waisen, die besseren Produktionsweisen in der Landwirtschaft, nach dem Beispiel der Klöster, die Förderung der Künste und Wissenschaften. Vieles wurde dann oft von der weltlichen Hand übernommen und weitergeführt. All das, was man die europäische Kultur und Lebensform nennt, beruht zum beträchtlichen Teil auf einem christlichen Fundament. Sie sind auf dem geistigen Boden des Christentums gewachsen. Das gesellschaftlich karikative Engagement der Kirche reicht bis in die jüngere Vergangenheit herab, reicht herein bis in unsere Dörfer, reicht herein auch bis in unseren Ort. Es waren Priester und ihre Mitarbeiter, die die ersten Banken und Sparkassen zum Schutz der Bevölkerung bei Schicksalsschlägen gründeten. Sie setzten sich für ganz profane weltliche Dinge ein. Es hört sich eigenartig an, aber es ist so, wie bei dem Eisenbahnbau, für eine bessere ärztliche Versorgung der Landbevölkerung, bis hin zur Gründung der ersten Molkerei in unserem Gerichtsbezirk. Eine lange Liste des Wirkens von Christen und Christinnen im sozialen Bereich ließe sich erstellen, auch wenn wir auf die Gegenwart blicken. Denken wir an die strenge Kälte in diesen Wintertagen. Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose wurden angeboten, Wärmestuben. Ein ambulanter Bus versorgte sie mit warmen Getränken und Suppen. In Krankenhäusern christlicher Orden bemühen sich Schwestern, über die nüchterne Apparatemedizin ein wenig Wärme zu schenken, die die Kranken so sehr bedürfen. Die Sternsinger sammeln und spenden für die Kinder der Dritten Welt. Dort wird Aufbauarbeit von Entwicklungshelfern geleistet. Aber was bei allem und bei all dem nicht vergessen werden darf, wie unendlich vieles geschieht doch mehr oder minder unbewusst, mehr oder minder unbeachtet. Es ist geprägt und getragen vom christlichen Geist in der Nähe und in der Nachfolge Jesu, im ganz alltäglichen Zusammenleben, ohne viel Aufsehen, unregistriert von den Medien. Und doch ist gerade dies entscheidend und unverzichtbar. Ich möchte es, das wärmende Unterfutter unserer vom Christentum mitgeformten europäischen Kultur und Lebensform nennen. Es gilt es zu schützen, zu bewahren und stets vom Neuen zu bestärken. Sonst werden wir ein Auslaufmodell. Am wirkungsvollsten, indem man all dies lebt. Vor allem in den unzähligen kleinen Entscheidungen, Handlungen, Worten, Gesten und Hilfen, wie sie eben die Anforderungen eines jeden Tages so mit sich bringen. Es gibt auch andere Lebensformen. Toleranz wird diese andere Lebensformen nicht gehässig herabsetzen. Das steht uns nicht zu. Toleranz braucht aber nicht so weit zu gehen, dass wir das eigene nicht mehr schätzen und einfach sagen, alles ist gleich, es ist eh alles gleich. Es gibt einen Missbrauch, eine Diktatur falscher Toleranz. Auch für die frühen Christen war nicht alles gleich. Sie folgten mit Überzeugung ihrer eigenen, stets neu an Jesus orientierten Lebensweise. Wäre es für uns in unserer heutigen Zeit nicht auch das schönste Lob,
wenn man von uns, wie zu den früheren Christengemeinden, sagen würde, was die Seele für den Körper ist, das sind für unsere Gesellschaft die Christen. Dann würde für uns wieder das Lob Christi gelten. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr sollt es sein, ihr müsst es sein, sondern ihr seid es, ja, ihr seid es. Gelobt sei Jesus Christus. Vergelt's Gott für die Worte, bekennen wir unseren katholischen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, unser ewiges Leben. Amen. Jesus Christus hat uns befähigt, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. So lasst uns ihn bitten, Christus sei unser Licht. Christus sei unser Licht. Wir beten für alle, die die frohe Botschaft verkünden, die Hirten der Kirche und alle Gläubigen, um ein glaubwürdiges Lebenszeichnis. Christus sei unser Licht. Wir beten für alle, die Gott nicht kennen, und für jene, die ihn verloren haben, um die Erfahrung seiner Liebe und Nähe. Christus sei unser Licht. Wir beten für alle, die heute Not leiden durch Hunger und Obdachlosigkeit, um wirksame Hilfe durch eine menschenwürdige Politik. Christus sei unser Licht. Wir beten für alle, die sich in sozialen, karitativen und diakonischen Diensten für ihre Mitmenschen einsetzen, um Kraft und Zuversicht in ihrer Arbeit. Christus sei unser Licht. Wir beten für alle, die das öffentliche Bild der Kirche prägen, und alle christlichen Politiker, um Worte der Taten, die dem Evangelium entsprechen. Christus sei unser Licht. Wir wollen auch alle einschließen, die in dieser Woche Sterbetag haben: Gertrude Hinterreiter, Johann Pömer, Maria Schüpperny, Anna Viehböck. Und besonders denken wir an Herrn Herbert Naderer-Eder, der morgen beerdigt wird. Christus sei unser Licht. Herr Jesus Christus, leuchte in und durch uns, den Menschen unserer Zeit, und lass sie durch dein und unser Beispiel guten Geschmack am Leben Gottes finden, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. Es wird heute eine zweite Tafelsammlung gehalten als Lichtmessopfer. Ein guter Brauch, dass für die Kerzen, die bei uns in der Kirche in diesem Jahr brennen, jetzt eine Spende gegeben wird. Sollen sie ein Zeichen sein, dass wir
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Brot und Wein geschaffen, um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben Nahrung und Freude zu schenken. Mache diese Gaben zum Sakrament, das uns ewiges Leben bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miterleben, wie Christus in seinem Licht alle Dunkelheit der Welt vertreibt, auch aus unseren Herzen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr des ganzen Universums, alle Völker der Erde sollen seine Herrlichkeit sehen. Hosanna, 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 so preisen dich alle. Hosanna, Hosanna, Kommet Himmel.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine himmlische Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. 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 Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken des Lichtes. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden untereinander durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das göttliche Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, dem Nährvater Jesu, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron,
und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns mit einem offenen Herzen voller Liebe beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzigen Liebe, die wir in deinem Mensch gewordenen Sohn schauen und erfahren können. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit verherrlichten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt leiblich unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Friede kommt von Christus, reichen wir uns den Nachbarn weiter. Gebt euch ein Zeichen des Friedens. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Empfangen wir jetzt das ganze Licht Gottes, seine Liebe, die uns wandelt, und gehen wir damit hinaus. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Thank you.
Lasst uns beten. Wir wollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat. Guter Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lass uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für diese Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen noch in der Kommunion stille bleiben. Dieses Licht, das wir jetzt empfangen haben, ganz tief wirken lassen, während die Wochenverlautbarungen gelesen werden. Heute Abend ist um 19.30 Uhr noch Totenwache für Herrn Herbert Naderer-Eder. Morgen ist Frühmesse, um 10 Uhr dann das Begräbnis. Diese Woche noch besonders am Mittwoch die Möglichkeit zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten Herrn, vor der Abendmesse. Am Freitag wieder die Schüler- und Seniorenmesse. Am Dienstag lädt das katholische Bildungswerk zum Vortrag Martin Luther und die Reformation ein. Genaueres siehe auf der Rückseite der Wochenzettel. 500 Jahre sind es jetzt her, seit dieser Trennung. In unserer Zeit wird eine neue Einheit jetzt möglich. Die Pfarrgemeinderäte sind am Donnerstag um 19.30 Uhr zur Sitzung eingeladen. Die letzte Sitzung in dieser Periode am 19. März werden dann die Wahlen durchgeführt für den neuen Pfarrgemeinderat. Bitte beachten, die 24-Stunden-Anbetung ist in diesem Monat um eine Woche verschoben auf den dritten Freitag des Monats. Die Jugendtankstelle lädt herzlich ein zur Jugendmesse in Hackstock am kommenden Samstag um 19 Uhr. Diesmal singt unser Chor der katholischen Jugend Schönau. Ein Hinweis auch auf die Familienwallfahrt nach Medjugorje vom Samstag 8. April bis Mittwoch 12. April. Besonders auch für die Familien mit Kindern im Rahmen der Erstkommunion oder Firmenvorbereitung. Es ist wunderbar, was wir da miterleben dürfen, wie da die Kinder, jungen Leute eine Erfahrung machen von dieser schönen Seite der Kirche und sie das auch dann zu Hause so bewahren und entfalten können. Bitte denkt danach, für wenn das schon dran ist. Es gibt noch einen Hinweis von der Kirchenzeitung und heute lädt uns die katholische Jugend nach dieser Messe auch noch mal ein zum Pfarrcafé ins Pfarrheim. Es ist Fasching, wir dürfen es ein bisschen fröhlicher machen jetzt. Es gibt köstliche Malerkopftorten und anderes. Bitte nehmen wir diese Einladung unserer Jugend gerne an. Sitzen wir uns noch gemütlich zusammen. Das Pfarrheim ist beleuchtet mit der Sonne dieses Tages. Und jetzt nach der Messe wird noch der Blasius-Segen gespendet. Zuerst in der allgemeinen Form und dann auch noch einzeln, wer das möchte, in dem persönlichen Anliegen um Bitte für Gesundheit an Seele und Leib. Nehmen wir uns mit in diese Woche. Danke, Herr Dr. Eder, für deinen so umfassenden Blick, was unser christlicher Glaube an Licht hervorgebracht hat durch die Jahrhunderte und Jahrtausenden für unsere Kultur. Nehmen wir uns mit, dieses Wort: Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Jeder kann das bei sich zu Hause üben. Und nehmt euch dieses Bild mit, wie wir es letztes Jahr gehört haben vom Jugendtreffen in Krakau. 1,5 Millionen leuchtende Kerzen. So viel wie alle Einwohner Oberösterreichs. Ganz Oberösterreich im Licht Gottes. Ganz Schönau im Licht Gottes. Dann werden wir ein wunderbares Zusammenleben haben. Achten wir, dass dieses Licht überspringen kann auf die nächsten Generationen. Bitten wir darum um den Segen Gottes. Ich wünsche euch einen ganz frohen Sonntag. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Lasst uns beten, wir preisen dich, Gott, himmlischer Vater, Herr des Lebens, und bitten dich, segne jetzt
diese Kerzen und schenke allen, die sich am Gedenken des heiligen Blasius versammelt haben, deine Hilfe. Behüte sie vor Krankheit und Schaden und führe sie heil durch alle Gefahren des Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr sei mit euch. Auf die Fürbitte des heiligen Blasius schenke euch Gesundheit an Seele und Leib, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.